Wir sind bei Kochlöffel, denn hier gibt's was Neues. Kein Burger, keine Hähnchen, sondern vegetarische Hähnchennuggets. Ja, die gibt's hier ab sofort und die probieren wir doch jetzt mal aus. Willkommen bei der Foodshow. Ja, im Vorspann habt ihr das gesehen. Ich war bei Kochlöffel und habe mir Nuggets geholt. Bei Kochlöffel gibt's nämlich jetzt Veggie Nuggets. Ja, auf Erbsen, Weizen und Maisbasis, glaube ich. War das Maisbasis? Ich glaube ja. Erbsen, Weizen, Maisbasis. Sind aber nur vegetarisch, noch nicht vegan. Aber es gibt sie jetzt. Natürlich mache ich mit euch keinen Test, wo ich sage, komm, wir probieren nur das Neue. Wir wissen ja, wie das Alte schmeckt. Darum habe ich die Alten natürlich auch gekauft. Und die mit Fleisch. Darum machen wir einen richtigen Vergleichstest. Ja, und das wird mal ganz interessant, weil Kochlöffel ist eine Marke. Viele von euch lieben sie oder einige von euch lieben sie, wenn sie einen Kochlöffel vor Ort haben. Die anderen sagen vielleicht, oh, ich hätte gern vielleicht mal einen Kochlöffel vor Ort oder ich war da noch nie. Kochlöffel vergrößert sich, wird immer größer, wird moderner, muss man sagen. Die haben jetzt nämlich auch eine App. Ihr könnt euch eine Kochlöffel-App im App Store runterladen bei euch. Ja, und dann könnt ihr sogar in der App bestellen und könnt genau gucken, wo die nächste Filiale auch ist. Und habt auch alle Coupons drin. Finde ich auch ganz cool, habe ich auch gemacht. Ich habe mit der App vorbestellt, bin dann hingegangen und habe es abgeholt. Ja, und jetzt ist die große Frage, schmeckt das auch? Ja, das ist die große Frage. Diese Dinger sind jetzt wirklich ganz neu. Ihr könnt die auch in so einer, wie heißt das, Kids-Box, Kids-Menü. Wie hieß denn das? Ich glaube, Kids-Menü heißt das bei denen. Könnt ihr das auch bestellen? Also die haben das ja so wie die anderen, wie die Goldene Möwe, wie der mit der Krone und wie der eine, der nur Chicken macht. Hat Kochlöffel fast eigentlich auch diese ganzen Sachen. Ich finde aber Kochlöffel immer ganz geil. Die setzen ein anderes Maß an Qualität. Also die haben nicht dieses, ja, zu billig im Milch, muss ich sagen. Von außen gesehen, muss man sagen, so neutral gesehen, ist Kochlöffel so ein bisschen in der Nische. Aber es ist an sich ein tolles Ding. Und die haben wirklich tolle Qualitäten, dass Sachen schmecken auch bei denen. Also, ich habe mir die Sachen geholt. Wir probieren die jetzt gleich aus zusammen. Da war auch noch so ein Flyer drin. Du kriegst da so eine Takeaway-Box, wie sich das immer nennt. Da steht auch nochmal dran. Hier sind nochmal die Crossies draufgeführt. Für, ihr könnt in der App bestellen, glaube 4,99 für die kleine. Ich habe jetzt die große genommen für 12, nee, eine 11er war das. Es gibt auch eine 18er. Und glaube ich 6,99 dann für 11 Stück. Was ich völlig noch okay finde vom Preis. Also ich hätte mit mehr gerechnet. Ja, jetzt ist die Frage, was kann das? Ihr könnt natürlich auch Dips mitnehmen. Es gibt Asia-Dip, es gibt Curry-Dip und es gibt, glaube ich, noch Mango. Habe ich Mango mitgenommen? Ja, ich habe Mango auch mitgenommen. Also ich habe mir Asia und Mango mitgenommen, damit ich das für euch vergleichen kann. Ich bin gespannt, was es kann. Ich probiere jetzt erstmal das normale Hähnchen-Crossi. Ich halte das immer in die Kamera. Ich mache euch jetzt keine Nahaufnahmen, weil dieser Fokus mit dieser geilen neuen Kamera spart mir die Nahaufnahme teilweise. Also ihr seht dieses Nugget. Schön paniert, also schön kross. Das ist auch wirklich bei denen mal cool mit dieser Cornflakes-Panade. Und im Inneren, ja, ich hoffe mal, dass das Licht dass das jetzt so nimmt. Ja, das ist ein bisschen schwieriger gerade, sehe ich sehr. Ich will euch das gerne zeigen, aber leider ist die Sonne gerade so fies, dass ich euch, glaube ich, noch mal eine kleine Nahaufnahme reinkloppe. Die seht ihr jetzt also ganz kurz, ist am einfachsten. Und dann, ja, sehen wir uns so. Und hier sind sie jetzt, die Veggie Nuggets und die Originalen. Also hier sind die Originalen, da sind die Veggie. Ich zeige euch die jetzt noch mal von innen. Wie gesagt, das muss gerade ein bisschen umplanen, weil ich leider mein Tablett ja vergessen habe. Aber hier seht ihr jetzt noch mal den normalen Nugget von innen. Also ihr seht wirklich diese normale Hähnchenkonsistenz, die wir ja alle kennen. Aber die wirklich schön faserig ist, schön dick, muss man sagen. Das Nugget gibt auch gut nach. Ja, und das ist jetzt die Veggie-Variante. Und ja, die hat auch seine Faserigkeit, die gibt auch gut nach. Der hier sieht, glaube ich, ein bisschen besser aus. Da kann man das nochmal sehen. Zieht der Fokus das? Ja, ich glaube, er hat es gezogen, oder? Ihr könnt das gut sehen. Mal gucken. Ja, guck mal, noch besser. Muss der Fokus mal ein bisschen nachziehen. Aber da sieht man das auch, diese Faserigkeit und Co. Also das haben die echt schon gut hinbekommen, muss man sagen. Jetzt muss nur der Geschmack passen. Ich bin gespannt, wie sich die beiden jetzt gleich geschmacklich unterscheiden werden. Und ihr seid wieder da. Ja, jetzt habt ihr die Nahaufnahme nochmal gesehen. War jetzt ein bisschen einfacher. Ich weiß nicht, warum die Überbelichtung gerade so schlimm ist. Aber manchmal ist das so. Ja, wir probieren. Ich bin gespannt, was es kann. Was? Also erstmal das Hähnchen-Nugget an sich. Das ist schon lecker. Was ich schön finde, ihr habt das in der Nahaufnahme gesehen, es ist sehr, sehr faserig. Es ist nicht so gepresstes Fleisch. Es ist wirklich so ein bisschen wie diese Filetart einfach, nur dass es schön gezupft ist, schön pullet ist. Das finde ich ja immer sehr gut. Und jetzt im direkten Vergleich das das Vegetarische. Okay, das ist schon krass.
Das ist wirklich vom Geschmack fast 1:1. Die Konsistenz unterscheidet sich ein bisschen. Das muss ich schon sagen. Also die Konsistenz ist eine leicht andere. Beim normalen, das muss ich nochmal im Verhältnis probieren. Das normale ist ein bisschen fester, glaube ich. Das hat diese etwas festere Fleischkonsistenz. Und das Veggie. Also ist ein Ticken weicher. Also, es schmeckt ein bisschen wie ein Chicken Nugget von einem anderen Fastfood-Restaurant, muss man was sagen. Es erinnert mich wirklich an ein anderes Fastfood-Restaurant, aber das Fleischnugget schmeckt da so wie dieses Veggie-Nugget. Es ist echt sehr, sehr, sehr hart. Also da eine Entscheidung zu sagen, was jetzt besser schmeckt, ist jetzt echt wirklich nur Geschmackssache, was einem besser gefällt. Also sie sind beide auf einem sehr hohen Level, muss ich sagen. Also beide sind sehr, sehr gleich. Also ob du jetzt Veggie nimmst oder ob du Fleischig nimmst oder ob du Veggie nimmst, ich krieg's teilweise echt nicht favorisiert. Ich würde es rausschmecken im direkten Vergleich. Wüsste ich nicht, dass es das ist, würde ich nicht sagen, dass das kein Hähnchen ist. Also es ist echt schon sehr, sehr gut. Hat Kochlöffel gut hinbekommen, muss ich sagen. Nächster Schritt wäre natürlich vegan. Das wäre jetzt noch der nächste Schritt. Ist aber nochmal ein Ticken schwieriger natürlich immer. Aber ist schon mal ein guter Schritt. Punktemäßig, also schmecken beide sehr, sehr gut. Ich kann wirklich beiden wirklich als Nugget-Form für einen Fastfood-Test 5 von 5 Punkten geben. Also sind beide sehr, sehr gut gelungen. Die klassische Version mega lecker. Also wenn ihr Hähnchen-Freaks seid, probiert mal Kochlöffel Hähnchen-Nuggets aus. Richtig, richtig geil. Und wenn ihr sagt, hey, ich will die auch mal ein Veggie probieren, probiert die auch auf jeden Fall aus. Auch sehr, sehr gut. Ich sag jetzt danke fürs Zuschauen. Ich knusper die jetzt noch weg. Ich gehe dafür aber hoch. Wie ihr seht, ich sitze ja zu Hause im Auto. Ich esse die aber jetzt oben in Ruhe. Sehr, sehr lecker. Probiert es aus. Was auch cool ist, ihr habt hier so eine Papp- und Leichtbeschichtungsbox, die hält sehr, sehr warm. Ich bin ja gerade mit dem Fahrrad nach Hause noch gefahren und habe die jetzt hier ausgepackt und die sind immer noch warm. Also die sind immer noch mega, mega warm, obwohl die jetzt, glaube ich, schon 15 Minuten, 20 Minuten aus der Fritteuse raus sind. Also diese Takeaway-Boxen, die hier mit dabei haben, heißt das, glaube ich, bei den Takeaway, habe ich irgendwo gelesen, statt irgendwo in der Filiale. Mega, mega gut. Kochlöffel, bitte macht noch mehr Läden auf. Sag, ihr müsst den Leuten euer Essen anbieten. Ich sage jetzt danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Bob.